Willkommen, liebe Zuschauer, zu IDS Daily TV am Montag. Der DAX, der hat sich gut gelaunt ins Wochenende verabschiedet. 0,9% ging es nach oben, Schlusskurs 11.629 Punkte. Auf Wochensicht fällt das Plus nicht ganz so deutlich aus, aber immerhin, es ging 0,3% nach oben für den deutschen Leitindex. So schön sich das jetzt auch erstmal alles anhört, die kurzfristige technische Ausgangslage bleibt dennoch neutral. Neue Impulse, die würden erst entstehen, wenn der DAX es über den Widerstand bei 11.634 bzw. 11.637 Punkten schafft. Dann könnte er auch gleich in Richtung 11.715 Punkte weitermarschieren. Auf der Unterseite, da befindet sich eine nächste Unterstützung bei 11.566 bis 11.583 Punkten. Wie gewohnt vier Produktideen von Ralf Fayad für Sie, liebe Zuschauer. Auf der Long-Seite haben wir hier ein Turbo Classic Bull Zertifikat mit der WKN CE67CJ, die Basis bei 11.225 Punkten. Dann noch ein Call-Optionsschein auf den DAX mit der WKN CD4ZTR, die Basis bei 11.600 Punkten. Falls Sie mit fallenden Notierungen rechnen, haben wir hier auf der Short-Seite ein Unlimited Turbo Bear Zertifikat mit der WKN CE5UYZ, Basis bei 12.583,58 Punkten. Und zu guter Letzt noch ein Put-Optionsschein auf den DAX mit der WKN CD4ZXW, Basis bei 11.600 Punkten. Wir schalten an die Börse zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Schönen guten Morgen, Viola. Ja, wir starten in eine neue, frische Handelswoche. Der DAX, der hat sich ja freundlich ins Wochenende verabschiedet. Wird er denn diese gute Stimmung in den Montag retten können? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht leider nicht so richtig danach aus. Im Moment sieht es eher nach roten Vorzeichen für den Start aus. Man guckt in dieser Woche ganz deutlich in Richtung Donald Trump, generell in Richtung USA. Vorm Wochenende hat sich an der Wall Street nicht wirklich viel getan, auch eine abwartende Haltung hier schon. Heute wird in den USA nicht gehandelt, feiertagsbedingt. Und die asiatischen Vorgaben, die waren heute Morgen tiefrot eingefärbt. Also keine so guten Vorgaben für den DAX. Und man schaut natürlich auf die Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident am Freitag. Und was er bisher schon angekündigt hatte, ja, das dürfte vor allem Autobauer und deren Aktien interessieren, weil in einem Interview war dann von angekündigten Strafzöllen etc. die Rede. Also was er dann tatsächlich so rausgelassen hat, verstört den Markt gerade eher so ein bisschen. Letzte Woche bei der Pressekonferenz, da hatten wir uns ein bisschen konkretere Ausführungen gewünscht. Also was er wirklich vorhat zum Thema Wirtschaftspolitik, da haben wir jetzt eben, wie gesagt, manche Details so ein bisschen bekommen, andere auch wieder nicht. Also es bleibt eine Wundertüte, ja, und das hat die Börse bekanntlich nicht so wahnsinnig gerne. Ansonsten haben wir am Donnerstag zum Beispiel noch die EZB-Ratssitzung in dieser Woche und am Mittwoch Daten zur Inflation für die Eurozone. Und die Berichtssaison, die läuft sich richtig warm. Also langweilig wird es uns auf jeden Fall nicht, aber der Start in die Woche dürfte erstmal mit roten Vorzeichen erfolgen. Ganz herzlichen Dank, Viola, für den Überblick. Unsere Marktidee, liebe Zuschauer, ist heute die Aktie von Drillisch. Seit Anfang Dezember befindet sich das Papier, wie man hier ganz schön im Chart sieht, im Rallye-Modus. Im Rahmen dieser doch sehr steilen Aufwärtsbewegung ist der Kurs am Freitag allerdings an eine wichtige Widerstandszone gelangt. Diese befindet sich bei 42,62 Euro bis 43,27 Euro. Es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass es zu einer ausgeprägten Konsolidierung oder einem Rücksetzer in den Bereich von 41,83 Euro bis 40,91 Euro kommt. Dafür spricht auch die extrem überkaufte Markttechnik. Sollte der Kurs allerdings deutlich über 43,27 Euro schließen, könnte sich dieser steile Aufwärtstrend auch noch weiter fortsetzen. Auch hier zwei Produktempfehlungen von Ralf Fayad, ein Westturbo Bull Zertifikat mit der WKN CE5 UAB für 56 Cent und auf der anderen Seite auch ein Westturbo Bear Zertifikat mit der WKN CE3 UF5 für 44 Cent. Schneller Blick noch auf die Termine des Tages. Übersichtliche Liste heute um 11 Uhr bekommen wir die EU-Handelsbilanz für den November und um 15 Uhr noch aus den USA. Da ist ein Update zum World Economic Outlook des IWF angekündigt. Ja, ansonsten, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Start in diese neue Handelswoche und freue mich, wenn wir uns auch morgen hier bei IDS Daily TV live wiedersehen. Bis dahin.